Ist irgendwie, jetzt habe ich das alles irgendwie geändert und irgendwie funktioniert das nicht mehr, oder? Ist irgendwie total broke. Was passiert denn hier? Dauert das jetzt echt real-time 240 Minuten? Ich hoffe mal, ne? Aber wir werden uns jetzt erstmal vorbereiten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Holz sammeln. Hier hinten haben wir ja ein schönes Wäldchen. Da werde ich da hinten mal ein bisschen abholzen. Hier vorne würde ich ein bisschen lassen, damit es ein bisschen malerisch aussieht. So. Wir schauen mal, wie das jetzt ist hier mit dem Schwierigkeitsgrad. Vielleicht teste ich das privat auch nochmal ein bisschen. Im anderen Spielmodus. Okay, Stunde 5. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Das kann ich gar nicht sagen. Stunde 5 war jetzt bei 1 Stunde 5. Ich schreibe mir das mal auf. Warte mal eben. So, warte, ich schreibe mir das mal eben auf. 1 Stunde und 5. War jetzt Stunde 5. So, ich schreibe mir das mal auf, damit ich mal ungefähr vielleicht mal errechnen kann in der Pause oder so, wann, wie lange es dauert. Ob das jetzt wirklich Realtime ist, dann wäre das krass. Aber wieso war bei 180 denn schon so schnell dann 120? Das wären ja, das wären 1,5 Stunden gewesen. Ja gut, aber das kommt hin mit 1,5 Stunden Welle. Ja. Baum. Möchte nicht. So, jetzt. Aber der Totenkopf füllt sich nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich hoffe, der füllt sich. Weil es scheint ja, das mit den Minuten schien ja dann Zeit zu sein. Und wann kommt die Welle hier? Es ist ja nicht so wie bei 7 Days, dass es alle 7 Tage passiert. 7 Tage, 7 Köpfe. Sondern eher, ich glaube, alle 24 Stunden. Aber wenn es 24 Stunden ist, müsste sich ja jetzt auch wirklich ganz langsam füllen. Müssen wir mal schauen. So, wir müssen das Holz natürlich verarbeiten für unsere Defense Wall und so. Wir müssen vor den Defense Walls auch, diese Stacheldraht bauen. Die sind, glaube ich, ganz gut. Oder diese Stacheln. So. Stunde 5 nehme ich schon auf. Das ist schon der Wahnsinn. Also es macht echt Spaß, muss ich sagen. Es ist ein richtig gutes Survival-Game. Baumfeld! So. Oh, es ist malerisch hier. Es ist so schön, dieses Spiel, muss ich sagen. So schön gemütlich. Solange keine Zombies kommen, ist es alles schön. Der Kreis füllt sich übrigens auch nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Fällt mir gerade auf, ne? Ich muss das, glaube ich, echt mal ausprobieren. Ob wir da noch irgendwas einstellen müssen. Ob ich da irgendwas falsch eingestellt habe oder so, das wäre jetzt echt ärgerlich. Ah. So, habe ich den Busch mit weggehauen? Weil warum soll jetzt nichts mehr kommen? Ich habe ja nichts anderes umgestellt, ne? Oder? Oder habe ich irgendwas anderes umgestellt? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Die Scheune können wir auch noch irgendwie, nutzen. Vielleicht für Lager oder irgendwas anderes. Mal gucken. So. Das ist echt verwunderlich, dass jetzt da... Naja, wir werden sehen, was passiert. So. Wir haben jetzt ein paar Baumstämme. Ja, ich würde da hinten vielleicht noch mal ein bisschen was mitnehmen. Dass wir das da hier so, das sieht ganz gut aus. Den können wir auch nochmal fällen, wenn ich näher dran stehen würde. So. Jawohl. Ah, so. Bam. So. Ah, ich bin dies Jahr mal gespannt auf The Forest, den zweiten Teil. Ob der genauso gut ankommt wie, wie der erste. Schauen wir mal. So. Gut. Wir fällen fleißig Bäumchen. Huch, nee. Baum, nicht Stein. So. Diese Geräusche. Ach, endlich sehen wir mal wieder was. Die Nacht war lang genug. So.
passiert halt einfach nichts da oben, ne? Oder es füllt sich wirklich jetzt ganz, ganz langsam erst, weil die Minuten so lange brauchen. So. Wir haben das jetzt auf 240 stehen, ne? 240 Minuten. Ich guck mal in der Pause, wie das ist. So, kann ich das zerstören? Das sieht nicht so aus, als wäre das zerstörbar. Aber egal. So. Die Zaunbarrikade hier, die werden die wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell überspringen können. Wir müssen zusehen, dass wir... Oh, das wird interessant. Das wird sehr, sehr interessant auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen. Mal eben kurz gucken. Defense Wall. Schutzmauer. Holz brauchen wir dafür, ne? So, dann würde ich mal... Kommt die Musik jetzt auch? Jo. Naja, egal. Ich habe mich dran gewöhnt, sagen wir mal so. So, Holz. Ich würde sagen, wir machen mal so ein paar davon. Habe ich die jetzt direkt? Holz. Passt. 20er Stack geht Maximum. Okay. Baumstamm haben wir noch 20. Nicht mehr so viel. Pack das mal alles hier hin, damit ich sehe, was Holz ist. Und mein Holz. Nochmal Baumstamm. Also 25. So, wie weit kommen wir denn jetzt damit? Bin schon mal froh, dass wir hier wenigstens jetzt keinen Besuch haben. Ob ich den Eingang so lasse, weiß ich noch nicht. Und ob die Tür zerstörbar ist. Das sah so aus, weil der war da am Draufkloppen wie so ein Wahnsinnigen. So, wo fange ich denn an mit der Defense Wall? Ich will ja auch ein bisschen Garten haben, ne? Ich meine, hier vorne können wir einen guten Garten bauen. Hier so vielleicht in dem Bereich. Ich will die Scheune mit ein... Also die Scheune hätte ich gerne mit drin. Da würde ich die Tür, glaube ich, zumachen, oder? Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen hier zu bauen. Und schauen mal, wie weit wir damit kommen. So, ich würde jetzt einfach mal hier versuchen, hier so einen Schutzwall hinzustellen. Kann ich den vorab irgendwie... Es geht nicht, ne? Ich würde gerne vorab sehen, wie der platziert ist. Ja, es könnte gut gehen, weil ich würde das gerne mit dem Zaun ein bisschen einbinden. So, warte, ich platziere mal hier den. So, ja, so mache ich mal. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig, weil nicht, dass wir nachher in die Bredouille kommen, dass in den Höhenunterschieden des Bodens. Mache ich mal so. Jo, das sieht gut aus. Da kommt auch niemand mehr durch. Jo, sehr schön. Ich weiß noch nicht mit der Tür. Ich glaube, wir werden die zumachen. So, wir brauchen dreimal Holz dafür. So, warte mal. Snap. I got the power, ne? Hat er immer gesungen. So, warte. Ja. Okay, er snappt an. Ist zwar ganz cool. Wieso mache ich denn? Ich würde hier bis zum Zaun dann hier so rüber gehen. Also den Zaun würde ich jetzt nicht mitnehmen hier. Das heißt... Mach den mal so. Niedriger, ja. Aber ich würde hier vielleicht schon eine Kurve bauen. Das heißt, nicht snappen, sondern bitte niedriger. So. Und dann würde ich den jetzt schon mal so eine Kurve geben. Sodass er die Richtung der Straße schon mal einnimmt. So. Das sieht gut aus. Das sieht aus wie gewollt. Jo. Ja. Ich finde das Bausystem sehr, sehr gut. Sehr, sehr gelungen auch. Hatte ich ja schon mal gesagt. Okay, wir brauchen ein Seil. Wird an der Werkbank hergestellt sein. Ich dachte, ja gut, wir finden das wahrscheinlich auch so. Ja, das wird auf jeden Fall was, glaube ich. Wenn wir hier so schön Zaun drumherum bauen, das wird ein bisschen dauern. Das im normalen Modus hätten wir das, glaube ich, gar nicht hergestellt. Also herbekommen. Oder bauen können, besser gesagt.
So, Seil hier aus. Ranken und Stoff. Machen wir maximal 11. Wie viel haben wir jetzt? 19. Haben wir noch Holz? Wir haben noch Holz. Okay. Sehr schön. So, ich mache die Tür wieder zu. So, Stunde 5 immer noch. Ich glaube, es ist Realtime, was wir da umgestellt haben. Warte, ich snap das jetzt mal an. Das müsste jetzt... Nein, aber... Ach, ich snap das nach da. Warum snap das jetzt nach da? Nee, er soll es eigentlich... Warte mal. Eigentlich soll er... Wenn ich das jetzt drehe, snappt er es anders dann an? Ah, okay. Alles klar, ich muss das vorher ein bisschen drehen. Ah, okay, alles klar. Man muss es vorher ein bisschen drehen, dann snappt er es auch anders an. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Ja. Sehr schön. So. Und hier vorne würde ich, glaube ich, ein Tor bauen wollen, wenn das geht. Niedriger. Ja, das sieht, glaube ich... Warte. Noch ein bisschen. Nein, nicht zu viel. Ja, glaube ich, so ist gut. Jo, das sieht sehr gut aus. Das nehmen wir. So, dann soll es hier ruhig weitergehen, aber... Ja. Sehr schön. Hänge. So, an der Kiste. Warte mal, die nehme ich mit. Mal gucken, was wir kriegen. Stunde 6 war jetzt bei 1,16. Okay. Das ist aber... Okay. Das war ja jetzt eine Viertelstunde quasi, oder? Stunde 5 und Stunde... Ja, 16 war es gewesen. Ja, das verstehe ich aber noch nicht, das System. Das ist aber irgendwie merkwürdig. Das sind 5 Minuten? Sind 10? Das waren 10 Minuten, war das. Das ist aber nicht Realtime dann. Okay. Aber es läuft halt wesentlich langsamer, ne? Muss man einfach sagen. So. So, ich muss mal gucken, wo der jetzt hier landet. Wir müssen da hinkommen quasi zum... Ich würde hier vielleicht durchgehen wollen. Hier zwischen. Also vor dem Pfeiler. Sag ich mal. Höher war mit H. H für höher. Ja, das, da könnte ich mich mit... Ja. Das geht. So. Wie sieht denn hier so ein Tor aus? Lass mal gucken. Moment. Muss mal drehen. Gott, ist das riesig. Alter Schwede. So, niedriger mit Q. Kann ich das ansnappen? Ja. Das geht an zu snappen, aber wo snappt er das an? Er soll das hier ansnappen annehmen. Hä? Wieso macht er das so? Das ist aber blöd. Wer soll das? Warte mal, mach mal nicht snap. I got the power. Ich würde das gerne... Ich würde das schon gerne da so haben, dass das da so mit parallel ist. Weißt du nicht, wie niedrig wir das bauen müssen? Oder wie hoch? Ich würde das mit den Spitzen draußen lassen. So. Probier das mal so zu bauen. Warte, da sind wir dann da drin, ne? Nein, uah. Mach das mal so. Ja. So, das sieht gut aus. Ja,
Ja. Ja, aber sowas von. Ja, ist nicht schön, aber zweckmäßig. Ja, das nehmen wir. Ah, oh, das ist das Gate. Unser Gate. Das wird unser Eingang. So, dann geht die Reise hier weiter mit Walls. Können wir nicht mehr viele bauen, wenn ich das richtig sehe. So. Warum snappt er da an? Ah, okay, wegen dem Zaun wahrscheinlich, ne? Schätze ich mal. Okay, aber wir müssen ja hier so bauen. Das heißt, ich platziere den mal hier so. Ja, das sieht sehr gut aus. Oh ja. Freunde, Freunde, das wird, glaube ich, was. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich glaube, da werden wir richtig Spaß mit haben. Das wird richtig cool, definitiv. Ja, da müssen wir noch ein bisschen farmen. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. Gibt Leben, esse ich mal. Gibt auch Leben, so. Würde sagen, wir haben noch ein bisschen Holz, aber wir haben nicht mehr viel Seil. Zwei Seil noch. Können wir herstellen? Nein, wir müssen wieder Seil herstellen. Und für Seil brauchen wir... Boah, das sieht so cool aus. Ich freue mich. Das wird großartig. Das wird richtig gut. Seil brauchten wir... Was brauchen wir denn für Seil? Nein, das war Holz. Ah ja, Stoff brauchen wir dafür, ne? Stoff. Und Stoff können wir herstellen an der Werkbank. Dazu brauchen wir Blätter. Oh ja. Machen wir mal. Komm, let's go. So. Haben wir auch ein bisschen hier. Let's go. Haben wir. Wir wollen uns ein bisschen verteidigen. So, das sieht doch gut aus. Gut, das Tor hätte ruhig ein bisschen nach rechts gekonnt. Aber ganz ehrlich, ich finde das so okay. Ich finde das supi. Ich hoffe, die können da nicht drüber springen. Das wäre AA. So, jetzt die Frage. Also ich würde hier durchbauen wollen. Ziemlich dicht dann an den Kisten und an dem Zaun dann hier rum. Würde ich das, glaube ich, machen wollen. So. Ja. Q niedriger. So. Ansnappen geht ja jetzt sowieso nicht. Also können wir, aber er würde es nicht machen, ne? Ah, so geht's. Ja, dann mach doch so. So ist doch supi. Ja. Warte, ich geh mal rüber. Ja. Ja, so möchte ich das. So ist das gut. Der Strommast ist davor. Das ist super. Und dann gehen wir ein bisschen rüber. Nach hier. Ja. Müssen wir eben kurz gucken. Ja, wir müssen... Ja, weil der Zaun so ist, müssen wir ein bisschen nach da gehen. Ja. Das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Ja, dann bauen wir mal weiter. So, unsere erste Hütte wird... snappen. Snap. I got the power. Hallo? Achso. Wir müssen noch niedriger. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Oder ich snap nicht, ich probiere es so. Ja. Weil der Mast nicht nie... Okay, so höchstens. Höher. Macht er nicht, ne? Okay, das ist blöd. Dann... entweder so oder so. Ich weiß halt nicht, ob das von der Höhe okay ist. Das ist halt das Problem. Ich würde da mal das Snappen ausmachen. Und das selber mal platzieren. Wir müssen ein bisschen niedriger gehen, weil halt hier abschüssig ist. So, aber ich möchte halt bewahren, dass wir nicht angegriffen werden von den Leuten, die springen können. Das ist ein bisschen zu hoch gewesen, also mache ich den Snap nochmal aus. Agathe Bauer. Jo. Das nehmen wir so. So, dann kommen die hier schon mal nicht durch. Ich würde mal eben hier den, das Bäumchen fällen. Ich hoffe, wir, packen jetzt nicht unsere Hütte da kaputt. Mit einem Messerchen, das wäre witzig. So.
Die Büsche müssen mal eben weg. Auch die Tannen hier, die Tannenbäume. Vielleicht wachsen die ja irgendwann zu richtigen Tannenbäumen. Dann können wir uns Weihnachten hier einrichten. So. Okay. So. Die Stunden vergehen nur sehr langsam. Liegt das wirklich jetzt an diesem... an den 240? Dann dauert das ja ewig, die Nächte und die Tage, oder? Was war denn die nächste Einstellung? War das schon die 180 wieder? Also ich weiß ja nicht, ob 180 quasi das nächstmögliche ist. Ob das auch eingestellt war bei normal, das weiß ich ja nicht. Das sieht man ja nicht. Haben wir ja ausprobiert. So, ich nehme mal mit. Blätter und Ranken ist immer gut. Na, so, jetzt aber. Okay, dann bauen wir mal weiter unsere Defense Wall. Die ich jetzt hier platziere mit dem Snappen. Und mal gucke, das müsste... Ja, der Zaun, wir müssen ein bisschen nach da gehen. Das ist zu viel. Das heißt, ich mache ohne Snap. So, warte. Niedriger. Ob ich das ein bisschen besser sehe. Man müsste noch rauszoomen können, das wäre ganz gut. Dann könnte man das ein bisschen mehr sehen nach oben. Aber ich glaube, so ist, glaube ich, ist gut. Ich würde es nach hier drehen. Ja. Das müsste passen. Ja. Okay. So, uns fehlen Materialien. Spiel ist gespeichert, sehr schön. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus, meine Freunde. Also wenn hier auch... Ich weiß ja nicht, ob es auch Banditen gibt, keine Ahnung. Also so Plünderer oder so. Weil dann sehen die hier schon mal... Oh, hier ist gefährlich. Hier gehe ich nicht hin. Das ist... naja, gut. Freunde, was bleibt mir anderes zu sagen, als wie... Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Dann bauen wir noch fleißig. Ich guck mal eben wegen Leveln. Ich mach mal Aufmerksamkeit. Geräuschreduzierung und Bewegungsgeschwindigkeit. Wir haben 5 Punkte. Schaden mache ich mal 2. Und Ausdauer. Alter! Oh Gott! Wo kommst du denn her? Alter, ich war doch gerade am Leveln! Junge! Mann! Alter, wo kommt der denn her? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir hier zubauen. Ausdauerverbrauch. Ausweichen und generell Ausdauerverbrauch, ja. Und Ausdauerregeneration. Ah, Mist. Wir haben schon. Verdammt. Okay. Gut, Freunde, in der nächsten Folge geht's weiter bei... Ja, ich wollte gerade sagen, 7 Days to Die. Bei The Night of the Dead. Und ja, dann bauen wir weiter aus. Und ich würde mich auf euch freuen. Also, bis dann. Tschüss.